hallo, hallo, hallo. Oh. So. Ja. Heute ist das alles so ein bisschen spontan näher. Leider. So. So. Okay. Machen wir hier erstmal weiter. Aber echt Kackwetter. Bauen hier die Häuser. Oh, ups. Das wollte ich eigentlich nicht anklicken. Hier mal ein bisschen Kommentare bearbeiten.
Nice. Nach und nach kommen die Familien dazu. Summer's coming soon, and soon the beating sun.
face and tried to carve me a new nipple. Oh oh. Oh, mein Glück. Das Handy dreht nicht durch. So. Ups. Okay, hier können wir einen Forstbetrieb bauen. Und so. Und den will ich noch bauen. Dann packen wir hier die Verwaltung weg. Machen wir hier nur Holz hin und Brennholz. Wird das hier unser Holzlager?
So. Nusslur. Bartender Sand. Beeren. Oh. Okay, und hier muss ich dann auch noch mal was einstellen. Oh, ich hab vergessen. Oh, wir brauchen noch eine Kirche. Oh. Na komm, baut das ab. Den Markt noch mal neu bauen. Na komm. Ja. Da unseren Markt.
Na komm, ich will doch nur. Dann gegenüber. Okay. Und hier will ich noch mal Häuser haben. Es fehlt jetzt hier nur die Taverne. Nice.
Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass die Wege nicht, obwohl die vergrößern sich hier, je mehr Leute hier lang laufen, habe ich das Gefühl. So, kann ich dem hier sagen, dass er jetzt, diesen Bereich hier bepflanzen soll? Ja. Okay. Jetzt hier oben ein Herrenhaus bauen. So, ich will mal gucken, was man für 1000 bekommt. So. Oh, ich habe keine Steine mehr.
5. Sechs. Nice. Zwei brauche ich. Und Bekleidung fehlt mir. So, handeln. Wo bin ich hier? Ach, ich bin direkt bei mir hier. Okay. So. Freunde, wenn man das Herrenhaus gebaut hat, was hier gerade so schön an der Lichtung steht und das Steuerbüro dazu angeschlossen hat, kann man von der Kirche oder über die Kirche den sogenannten Zehnten beantragen. Unter Steuern kriegt man hier Zehnt und überschüssige Nahrung wird dann umgewandelt in unseren Einfluss. Und mit 1000 Einfluss kann man ein weiteres Gebiet beanspruchen. Wir haben jetzt hier schon eins unserer Gebiete und wir werden, denke ich mal, hier das Tonvorkommen beanspruchen. Ja. Dann läuft hier unten eine Leiste ab. Wie lange es dauert. Ein Entwicklungspunkt. Oh Gott, und jede Siedlung hat einen eigenen Entwicklungsbaum.
So Schafe. Und vier Händler bauen wir doch noch mal. So, und damit haben wir gerade eine neue Region bekommen. Und in dieser Region können wir jetzt auch eine neue Stadt gründen. Und eine Stadt gründet man, indem man auf Gebäude geht, auf Verwaltung und sich hier ein Siedlerlager holt. Sobald man das platziert, suchen wir uns hier einen schönen Standort aus. Ich denke mal hier. Kann man dann hier auch mit, je nachdem wie viel Geld man hat, die Stadtvorräte auch besser bauen. Leider kann man hier noch nichts weiter auswählen, außer das ganz linke Stadt. Aber das... Ich wollte gerade sagen, das tun wir jetzt aktuell noch nicht, aber das haben wir jetzt einmal getan. Ja, und dann kann man hier in einer neuen Region was Neues bauen und hat hier seine kleine Ortschaft. Moin. Ja? Ja, eigentlich wollte ich nicht nochmal neu anfangen. Weil wir hier jetzt auf die nächste Stufe gekommen sind. Wir sind eine mittlere Stadt. Und können dann nach und nach hier noch mehr upgraden. Und hier sind wir schon ein kleines Dorf. Und hier haben wir frisch angefangen. Also machen wir hier erstmal einfach nur... ich weiß noch nicht genau, was wir hier machen. Ja, aber... So hat das dann hier erstmal aus Versehen gestartet. Ja, hier haben wir Bergbau, aber ich wollte eigentlich wegen dem Lehmvorkommen hierher. Und wir können hier halt noch ein bisschen Feldstein abbauen. Aber hauptsächlich waren wir hier wegen dem... Den Kram hier hinten. Das können wir erstmal pausieren. Ja, und was geht und wie steht's?
Oh nice, hier ist eine Familie eingezogen. Oh oh. Jetzt muss das erstmal alles wieder weggeräumt werden. Oha, ist das viel. Das muss jetzt erstmal alles weg.
hier kommt hin. Oh, wir haben Schafe. Welche.
Ja, hoffen wir mal nicht, dass es von irgendwelchen Hähnen oder sowas angesprochen wird, ne? Da muss man ja auch immer aufpassen.
Und dann haben wir ein Problem. Obwohl. Dann sollten wir eigentlich kein Problem mehr haben, weil wir ja hier eine ausreichende Produktion dann haben. Und unsere Hühner hier noch mehr Eier produzieren. Also, ich würde sagen, wir sollten die mal alle auf Sauftour schicken.
So, kann ich irgendwo das Overlay einblenden? Nö. Okay. So.
So. Wir noch irgendwo Gerste? Überhaupt nicht. Okay.
Ich wollte noch was nachgucken. Twitter hat mich ein bisschen geärgert. Und zwar... So. So. Gab es zwei Sachen auf Twitter. Oh ja. Das Team selbst hat ein neues Profilpicture. Das fand ich geil. Und bei X.com. Ja. ATM. So. Die haben einmal das hier gepostet. Und... ein paar Sachen für Also Mods 10. Also... vor allem das hier könnte interessant werden. Ja, das wollte ich einmal eben zeigen. Was ist... Das habe ich nicht verstanden. Was ist All the Mods 9 No Frills? Also ich habe da noch nicht den Unterschied verstanden, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war All the Mods 9 to the Sky oder Skyblock und All the Mods 10. Das will ich mir mal eben kurz angucken. Als Skyblock kann ich mir das auch richtig cool vorstellen. Und was ich halt bei All the Mods seit Jahren immer geil fand, war, wenn man hier einfach mal in die Liste reinguckt, in die Release-List.
wie viel einfach dazu kommt, ne? Und immer wird was geupdatet oder es kam neue Sachen dazu und. Und das ist halt so cool, dass du halt am Anfang noch dieses kleine Pack hast und das wird dann immer weiter aufgeblasen. Checken wir das doch mal eben kurz ab. Hast du denn dieses, wie heißt es gleich noch, No Frills schon gespielt? Sieht aus wie eure Mods. Nee, war bei der World Generation nicht dabei. Aber ich wollte mal gucken, was Amplified ist. Ja. Ich wollte zumindest einmal in das Questbook reingucken.
Oh. Alter, ist das laut. Ja. Ich denke auch, das ist ein normales Neuner. Ich habe keine Ahnung, was No Frills ist. Meine Antwort... meine Frage hat sich nicht verbessert. Hier in dem Gebäude eigentlich Häuser bauen? Nee, leider nicht. Ist der hier schon zu weit von dem weg?
Aber... Hä?
Oh. Snow's pretty and all when it falls, but hell if it ain't just piss and mud after 10 minutes. Guck mal, die UI ist, die GUI ist kaputt. Oh, jetzt hat er hier die Straße gelöscht.
Ah, dann haben wir hier einen richtig schönen Kornspeicher. Ich glaube, wir machen das hier noch mit dem Einzäunen. Oh Gott, wir haben viel zu viel Mehl. Geil. Thank you.
Selbitz. Aufstellt. It was simply a bad match. These things do happen from time to time. Ich glaube, wir müssen noch eine zweite Bäckerei bauen.
Oha. Dankeschön, Chris92. Willkommen bei Männerlords. Wir betreuen gerade mehrere Dörfer. Und gucken, dass wir hier nach und nach Upgrades durchführen. Weil jedes Dorf hat einen eigenen Skillbaum, was ich total nice finde. Oh, Hofstedt hat eine Entwicklung bekommen. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Not enough wealth. Okay. Wir brauchen Gerste. Gerste, Gerste, Brach, Gerste. So, das nächste Upgrade, was wir uns hier holen, ist, denke ich mal, Dünger. Das will ich hier hinsetzen. Und wir sind schon eine mittlere Stadt. Freut mich, dass du am Start bist. Oh. Was verkaufen wir denn aktuell? Alter, produzieren wir viele Bretter. Aktuell kostet das, Moment. Ich glaube 29,99 auf Steam. Aber du kannst noch bei... What the fuck? Ja, du kannst noch bei... G2
GOG gucken und wenn du den Xbox Game Pass für einen PC hast, ist das dort kostenlos drin. Also, wie gesagt, in Epic, GOG oder im Xbox Game Pass oder halt bei Steam. Genau, aber stell dich drauf ein, dass du nicht mitkriegst, wie viel Zeit vergeht. Was ich halt geil finde, ist, wenn du in den Kinomodus reingehst. Und was auch cool ist, ist, folgendes. Kannst alles, was du gebaut hast. Das freut mich. Das ist cool. Deswegen mache ich das. Dass man einfach die Spiele auch mal sieht. Weil ich teste nicht, sondern ich hole mir sehr viele von solchen Spielen. Und was halt mega geil ist, du kannst hier halt rumlaufen und einfach mal dir angucken, was du gebaut hast. Also das ist dann hat ein bisschen was von Medieval Dynasty. Hier baust du zwar nicht in Ego-Perspektive, aber du kannst dir das trotzdem einfach alles einmal angucken. Und die Bewohner hier haben einen Apfelgarten, deswegen ist hier alles gerade mit Äpfeln voll. Ja, aber ich spiele gerade in, ich sag jetzt mal, in einem friedlichen Modus. Nur aufbauen. Und hier kommen keine Angriffe oder sowas. Also das ist dann ein bisschen entspannter. Oh, nicht genug Stallung?
Oh. Zweiten Markt aufgemacht. Oh, nice. Und alles automatisiert und alles über einen zentralen Tunnel an Förderbändern. Ah, okay. Aber das ist echt geil. Ich gucke immer Streams und so weiter von den Leuten. Es gibt einige, die drehen komplett durch und haben riesige Maschinen gebaut, die das alles vereinfachen. Schweben. Was zur Hölle? Ja, und dann gibt es andere Leute, die machen alles semi-automatisch. Also so wie du, glaube ich, mit deiner Kupferfabrik. Dass du zwei Kisten hast, wo du alles reinschmeißt und am Ende kommt dann das Kupfer raus. Ja. Einfach alles so irre an. Wie groß das auch am Ende alles sein muss. Oh Gott, die ganzen Bauern hier.
hier war die, ne? Ich wollte mal, ich habe nämlich hier in diesem Bereich mal diese Schachtmine erforscht. Ich wollte mal gucken, was die bringt. Hier noch eine zweite Brauerei. Genau, Gummi hattest du erzählt.
Oh, ich habe keine Dachziegel. Okay, das machen wir doch mal eben.
Mist. Jetzt ist das Bier alle. Dann kriegen wir jetzt den nächsten Bonus Großstadt. Gern irgendwie am liebsten hier die Straßen vergrößern. Das ist eine Brauerei. Oh, das hier ist auch gleich fertig. Zwei Holz. Oh.
Erreiche eine Großstadt mit 100% Zufriedenheit. Yay! Geil. Hey! Und damit... haben wir einen Baum? Wo bin ich gelandet? So. Maximale Siegstufe erreicht Großstadt. Also können wir keine weitere... Schade. Hä? Oh, wir hatten einen toten Bewohner. Was sagt denn das? Also Freunde, ich glaube, ich habe einen kleinen Bug gefunden. Ja, ich will im Sandbox-Modus weiterspielen. Und dann landen wir hier bei diesem Baum. Und... dann drücken wir auf Play, es läuft kurz und wir schließen erneut das Spiel ab, weil wir hier andauernd 100% Zufriedenheit haben anscheinend. So. Reicht denn drei Mal? Oh. Was soll denn das? Jetzt kann ich doch nicht mal mehr auf Weiterspielen drücken. Okay. Ja, ich habe einen coolen Bug gefunden. Speichern wir mal. Und laden das Ganze neu. Ja, Work in Progress. Aber das kann doch nicht sein, dass ich hier dort das Spiel gewinne. Schon viermal hintereinander. Okay. Na, kommt das jetzt gleich nur nochmal nach dem Laden des Spieles? So, machen wir nochmal erhöhte Geschwindigkeit. Okay. Wir haben einen Semi-Game-Breaking-Bug gefunden. Denn hier irgendwas? In den Diskussionen?
Ah, hier. Oh, ich weiß nicht. Was ist, wenn wir hier so ein bisschen die... So. Das doch einfach mal neu. Das muss doch eigentlich schon vorher aufgetaucht sein, oder? Dieser Bug.
Okay. Das ist natürlich blöd. So. Summer's coming soon. Thank you.
Das noch mal. Hey, unsere alte Region. Okay, laden wir noch mal. Nee, erstmal ohne. Okay, Spiel abgestürzt. Ich will erstmal bauen. Feinde würde ich wirklich machen, wenn ich mich ein bisschen besser auskenne, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe hier oben die Siegbedingung rausgenommen. Nee, der hat ausgescheckt, weil ich die Siegbedingung erfüllt habe. Eigentlich will ich eine Region haben, wo ich gute Feldfrüchte anbauen kann. Ah, hier oben. So, ich will das hier nochmal eben.
Wir könnten hier noch mal gucken. So, wo ist denn... Manor Lords Safe Game Order. Mal gucken, ob man da... Das sieht schlecht aus. Ich würde mal sagen, gucken wir doch mal in den Discord von Manor Lords rein.
Ob da irgendwas dazu drin steht. Nö, auch auf dem Discord steht nichts drinne.
have to spend another winter in Albert's barn. I like to freeze my balls off, even with his wife to keep me warm. Summer's coming soon, and soon the beating sun. Shhh!
laddie. Give me a hammer and something needs to not move. I'll put it in its place. Thank you.
carry this alone. So could I. Thank you.
So, ich denke mal, für heute war's das. Ja. Morgen werden wir hier auf jeden Fall ein wenig weiterbauen. Und dann hoffentlich ein bisschen geschickter als vorher. Ich finde, das hier sieht schon ganz cool aus, wenn wir das dann hier noch so ein bisschen integrieren. Dann hier vielleicht so an der Straße lang bauen und hier dann Felder bauen. Mal gucken, oder hier. Ah, ich weiß noch nicht. Aber so ist das erstmal ziemlich genial. Ja, und ist ein bisschen schade, dass der andere Safe Game irgendwie ein bisschen buggy ist. Aber naja, was soll man machen? Vielleicht kommt da jetzt demnächst noch irgendwie ein Patch oder sowas raus, wo dann sowas behoben wird. Und ich bin gespannt auf, was noch alles dazu kommt, weil wenn man überlegt, hier ist viel vom Außenrand und auch intern gesperrt. Auch die Gesetze sind hier komplett weg, also da kommt bestimmt noch ordentlich was dazu, aber bis jetzt macht es Spaß. Ja, der ist schon, ich glaube, 8-mal im Discord drin. Ich hatte da gerade eben noch ein bisschen geguckt. Ja. Also da ist ordentlich was drin. Im Bug Report. Und das ist ganz gut. Also ich denke mal, das fällt auf jeden Fall, dass da immer alle Nase lang sowas dazukommt. Ja, und ja, ist Work in Progress. Ist zwar ein bisschen schade, ne? Aber hey, ich habe mit Schlimmeren gerechnet. Und sonst hat man ja hier keine gefühlten großartigen Bugs, wo man sagt, okay, ey, das geht gar nicht, damit zu spielen. Also dafür läuft das echt performant und gut, finde ich. Und es sieht halt sehr nice aus. Ja. Aber, wie gesagt, da war es das jetzt heute. Und dann gucke ich mal, wann ich morgen online bin. Ich muss noch das Motorrad wegbringen. Dann mit dem Fahrrad wieder zurückfahren. Und dann können wir in den Stream starten. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schönen Abend noch und dann auf jeden Fall bis morgen. Und ja, danke fürs Dabeisein und Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao.